So, Leutis, und da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Kolosseum. Und ja, wir hatten im letzten Part am Schrein gegen, ja, so einen Typen gekämpft. Und wollten jetzt mal ein bisschen rumschauen, sprechen nochmal mit unserem Alten. Ja, besser mit Sibyllis Alten. Und gucken mal, was der so sagt. Neben dem Itemshop unten am Hügel wohnt ein ehemaliger Trainer mit Namen Grandpa. Grandpa weiß so ziemlich alles, was es über Celebi zu wissen gibt, wenn er sich nur daran erinnert. Okay, gut, also sollen wir zum Itemshop gehen und mit Grandpa reden. Wo ist der Itemshop denn nochmal? Das ist halt die gute Frage. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. Nee, hier ist der Itemshop nicht. PC. Hey, warte mal, ist das dann doch? Hey, das muss ja dann doch der Itemshop hier sein, ne? Hier oben der? Ja, das ist dann der Itemshop. Dann muss der also hier entweder hier leben oder in dem Haus da drunter. Mal schauen. Hi. Nee, das ist... Ah, das ist er doch, Mann! Oh Gott! Warum steht das denn da nicht? Gut, egal. Kein Problem. Alles unter Kontrolle. So etwas Wichtiges vergisst man schließlich nicht, oder? Also, zunächst sollte ich euch wohl ein wenig vom Sanktuarium im Heiligen Wald erzählen. Der Überlieferung zufolge wohnt im Sanktuarium eine uralte Macht inne. Celebis Macht der Zeitreise. Und diese Macht, so heißt es, erweckt die schönsten und glücklichsten Erinnerungen der Pokémon. Ob diese Kraft auch mit der Erinnerung an meine Jugend, ob sie mir die zurückbringen kann? Ja, meinetwegen. Um Celebi zu treffen, braucht man ein Instrument, die Zeitflöte. Er braucht nur die Zeitflöte, um Celebi im Heiligen Wald zu rufen. Und Celebi ist in der Lage, die Dunkelheit aus dem Herzen eines Pokémon zu vertreiben. Okay, die Zeitflöte brauchen wir also. Jetzt ist natürlich die Frage, woher wir die Zeitflöte bekommen. Wir werden jetzt einfach nochmal mit Sophos reden. Eventuell sagt er uns jetzt ja was Neues. Ja, er ist auf jeden Fall woanders. Das ist schon mal gut. Ah, okay. Ah, Sibylle! Schön, dass ihr hier seid. Endlich habe ich die Steintafel gefunden. Sie war in meinem Dessous-Schrank. Das ist die Steintafel, die in unserer Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird. Okay. Ist ein bisschen altmodisch, ne? Irgendwas auf Steintafeln zu kritzen, ne? Ich meine, woher kommt ihr bitte aus der Steinzeit? Auf der Steintafel sind Worte eingeritzt. Mario liest die Worte auf der Steintafel. Im heiligen Sanktuarium von Emerite wohnt Celebis Macht der Zeitreise. Diese Macht kann die letzte Tür eines verschlossenen Herzens öffnen. Toll, das wusste ich doch schon. Offensichtlich hat dieses Sanktuarium irgendeine Funktion in Bezug auf die Krypto-Pokémon. Das solltet ihr aber besser erst einmal überprüfen. Ja, ich brauche die Flöte. Oh, ein... Oh. Ah, Mario, dein PDA hat sich gerade gemeldet. Natürlich, das ist bestimmt eine Mail von Grant. Schnell, was schreibt er? Weiß ich nicht. PDA? Mails an Mario. Notruf, oh Gott. Mario, eine Katastrophe. Man hört, eine Gruppe übler Schläger hat den Dualberg überrannt. Bitte kommen sofort zur Hilfe. Vermutlich gehören die zur selben Organisation, in der auch die Queen arbeitet. Viel Erfolg. Oh. Okay. Was? Nicht möglich. Jetzt sind die Kerle auf dem Duellberg? Das ist ja eine Katastrophe. Wir haben keine Zeit. Ach nee, oh. Wir haben keine Zeit. Los, Mario, wir müssen sofort hin. Großvater, wo ist der Duellberg überhaupt? Der Duellberg liegt nordöstlich von hier. Wenn ihr das Dorf verlasst, könnt ihr ihn schon von weitem sehen. Los, Sibylle, beeilt euch. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs, man hetzt mich doch nicht so. So, lasst uns doch mal zum Duellberg gehen. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke, dort wird es viele Duelle geben. Okay, das wird er sein. Oh ja, ganz nah, ne? Klar. Da, 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 da.
Oh, hübsch. Da rennt jemand die ganze Zeit hin und her. Seht mal, der sieht so ein bisschen aus von vorne wie so ein Inkling. Findet ihr nicht? Eine Katastrophe, es ist ganz schlimm. Marschen auf! Der Duellberg wird von fragwürdigen Individuen angegriffen. Ah, ah, ah. Oder? Sieh mal von vorne. Der hat so wie so eine Inklingmaske, finde ich. Ihr wollt auf dem Duellberg kämpfen? Vergisst es. Das ist im Moment leider ausgeschlossen. Ein Haufen komischer Typen mit komischen Pokémon hat den Duellberg besetzt. Ja, das ist mir doch egal. Nur weil irgendwas besetzt ist, heißt das nicht, dass ich da nicht reingehen darf. Ich gehe auch immer auf Toiletten, die schon besetzt sind. Die gucken zwar immer ein bisschen komisch, aber das ist ja nicht so schlimm. So, bitte einmal Pokémon heilen. Ich weiß nämlich nicht, ob meine Pokémon geheilt sind. Ja, bitte mach sie wieder fit. Ja, komm, bitte. Ja, danke. Dim, dim, komm, dim, 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 dim. So, dann gucken wir mal, haben wir welche wieder, die schon geöffnet quasi sind? Wie sieht's bei Mantax aus? Nee, noch nicht. Kann ich nicht irgendwie mit L oder R? Nein? Ach, das ist ja dämlich. Noctu öffnet nun das Herz ganz, sehr schön. Schneckmark nicht. Und Morlord auch nicht. Also quasi nur Noctu. Dann können wir eigentlich das noch so lassen. Das geht nicht. Hier wimmelt es von Verbrechern. Es ist viel zu gefährlich. Was? Ich soll Grant fragen? Ach so, ihr seid die Leute, die uns retten sollen? Ich habe nämlich die Nachricht von Grant geschickt. An Grant geschickt, meine ich natürlich. Gut, dass ihr so schnell gekommen seid. Ah, passt auf. Die Pokémon dieser Typen sind wirklich ungewöhnlich stark. Ja, ist mir egal. Let's go. Nummer 1. So, das könnte jetzt eine Weile dauern, glaube ich. Hey da, das ist doch wohl ein Missverständnis. Training gibt es hier zurzeit nicht. Aber wenn du unbedingt kämpfen willst, nur zu. Kämpfe gegen mich. Meinetwegen. Babu. Biker Babu. Babu, Babu, Babushka. Kämpft mit Knackleon und Kamaoba. Ich hasse den Duellberg übrigens. Ich glaube, jetzt müssen wir gar nicht so lange kämpfen, aber ich glaube, der geht bis 100 insgesamt. Oder bis 50? Nee, ich glaube sogar bis 100. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht machen. Ich glaube, wir müssen bis 5 oder bis 10 allerhöchstens. Ich denke mal bis 10. Aber von daher, das dauert eine Weile tatsächlich. Aber wir werden uns natürlich versuchen, schnell voranzukämpfen. Wir sind ja auch schon relativ stark. Auch wenn es leider nicht für einen One-Hit reicht. Aber ja, sonst generell hat den Duellberg... es dauert sehr, sehr lange, wenn man den wirklich komplett machen will. Mal gucken, wie wir das im Let's Play regeln werden. Ob wir den wirklich mal komplett machen werden. Weil an sich macht es keinen großen Sinn. Da man dort, glaube ich, nicht mehr so viele Krypto-Pokémon bekommt. Außer, ich glaube, ein einziges oder zwei vielleicht allerhöchstens. Mal schauen. Mal schauen, wie wir da hinterherkommen. Ich habe es auch nicht mehr in Erinnerung, ob man irgendwie abkürzen kann, wenn man zum Beispiel schon auf 10 oder 20 oder 30 war, ob man dann zum Beispiel, ja, halt direkt dort wieder anfangen kann oder ob man wirklich 100 Kämpfe in Folge machen muss. Ich denke, man kann abkürzen, sobald man eine gewisse Sache geschafft hat. Ein gewisses Maß an Kämpfen. Aber ich weiß es halt nicht mehr so genau, von daher werden wir das mal gucken, wie wir das machen. Aber ja. Ich denke, erst einmal werden wir nicht so viele besiegen müssen. Ich denke halt wirklich erstmal nur 10 allerhöchstens. Obwohl ich 10 auch schon sehr, sehr viel finde, ne? Aber gut, ist halt leider so. Da muss man halt wirklich sagen, das ist so ein bisschen blöd. Okay, ich brauche kein Training, das weiß ich, mein lieber Babu. Jetzt lass mich da bitte durch. Und quatsch mich jetzt bitte nicht noch voll. Oho! Und jetzt wird Drakim bestimmt auch mich verhauen. Oh nein! Der arme Drakim, wie auch immer das ist. Kann ich abkürzen? Nein, scheiße, Mann. Was? Babu, diese Niete hat gegen dich verloren? Naja, auf den konnte man sich sowieso noch nie verlassen. Aber man kann es ja auch so sehen. Dafür habe ich jetzt meinen Spaß mit dir. Na los, komm schon. Lass es uns tun. Dann, was haben die für komische Namen? Und die Haltung, die ist nicht gut für den Rücken, mein Lieber, ne? Oh, er schickt Quiekel und Popperz in den Kampf. So. Es ist auch wieder sehr gut, um unsere Pokémon halt eben von den Krypto-Clams zu befreien.
Oh, ich glaube, Bulbstrahl ist nicht so gut dagegen, weil das ist ein Eis-Pokémon. Aber gut. Konnte ich jetzt nichts mehr gegen tun. Ist halt nun mal so gelaufen. Aber ich werde es ja eh nicht gegen Quickle einsetzen, denn Quickle ist schon tot. Sehr schön. Aber er hat natürlich noch ein Pokémon. Lachvita. Ich mag Lavita irgendwie. Vor allem, weil es sich dann ja später zu Despoda oder wie der heißt, entwickelt. Oh, das war gut. So ziemlich eins der stärksten zweiten Pokémon aus der zweiten Generation. Oder zumindest eins der imposantesten, könnte man beinahe sagen. Und ich glaube auch eins der stärksten so ziemlich. Doch, ich denke, der ist schon relativ stark. Obwohl ich es nicht so genau weiß. Auf jeden Fall eins der letzten Pokémon auch vom Pokédex mal wieder. Ähnlich wie Dragoran, finde ich. Da 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 da. Sehr schön. Ah, das hat wehgetan. Ja, dann mitten in die Fresse, ne? Ich meine, wenn du dich mit mir anlegst, dann kann sowas passieren. Ich kann mich dann nicht mehr zügeln, wenn ich in Ekstase bin. Jetzt werde ich bestimmt auch bestraft. Hm. Ja, im Namen des Mondes. Okay, Nummer 3. Hi, na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Ah, willst du gar nicht mit mir reden? Okay, dann nicht. Was das da? Was denn? Was denn? Babu und Dan, beide besiegt. Ach, was für Jammerlappen. Mich wirst du nicht so leicht schlagen können. Du wirst sehen, dass ich dich schlage, wann ich möchte, meine liebe Cassis. So, dann zeig mir, was du hast. Sandane und Kleinsternenbord sind ziemlich billige Pokémon, muss ich sagen. Also, keine gute Wahl. Vor allem bei meinen Wasser-Pokémon. Mantax, ne, da hast du schlechte Karten. Und vor allem auch Psycho ist auch super. Du wirst leider nicht sehr lange stehen, meine liebe Cassis. Das und das. Aber sie hätte noch mehr Pokémon. Ich glaube, 3 habe ich gerade gesehen. Bada bada bam, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ihr schick dein nächstes Pokémon in den Kampf. Oh, es ist ein Kamerab. Doch das wird nicht lange stehen. Sehr schön. Ich bin übrigens am überlegen, ob ich danach noch das andere Pokémon-Spiel spiele, was für den GameCube erschienen ist. Gale of Darkness. Ist das für den GameCube erschienen? Ja doch, für den GameCube ist das noch erschienen. Ende der GameCube-Zeit. Weil das habe ich tatsächlich noch nie durchgespielt, Gale of Darkness. Ich habe es mal angefangen, aber nicht weit gespielt. Ich glaube, vielleicht höchstens 2-3 Stunden, wenn überhaupt. Ja doch, so 2-3 Stunden. Er hat mich ganz leicht geschlagen. Ja. In die Fresse. Weiß ich noch nicht so genau. Ich hätte Lust drauf, tatsächlich. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob... Das werden wir dann entscheiden, denke ich mal. Vorher ziehe ich mich ganz bescheiden zurück. Wenn ich hiermit durch bin. Ob ich dann noch Lust habe, nochmal so ein Pokémon zu starten. Weil eigentlich würde ich ganz gern... Vielleicht auch ein Gameboy-Pokémon starten. Mal schauen. Falls das hier... Nur könnt ihr mir mal schreiben, falls ihr irgendwie Interesse daran habt. Gale of Darkness. Ich glaube, das ist sogar der deutsche Titel. Ich glaube, da gibt es keinen deutschen Titel, oder? Pokémon XD, Gale of Darkness. Oder der dunkle Sturm, oder doch? Dunkle Sturm, kann es sein? Ich weiß es nicht. Pah, die drei Nieten, die hinter euch liegen, waren doch nur Appetithäppchen. Ah, der echte Kampf geht erst mit mir los. Ja, natürlich, bei Cassette. Du hast sehr, sehr interessante Koteletten an deinen Ohren, ne? Die sind schon etwas ausgewuchert, würde ich sagen. Die solltest du vielleicht mal... Warum haben die überall Popons? Oder Poperze, meinetwegen, wie ich sie immer ganz gerne nenne. Warum haben die das alles? Ist das irgendwie so beliebt bei denen? Irgendwie mögen die Poperzen? Ich weiß es nicht. So, Psystrahl auf Tanzer, würde ich sagen. Und Blubstrahl auf Poperze. Da, 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 da. Ich wollte ja eigentlich XD halt immer zum Weihnachten haben. Aber das Ding war... Ach, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, Mario Kart DS... Kann das sein, dass Mario Kart DS zu dem in dem Jahr erschienen ist? Ich meine schon, ich erinnere mich nämlich daran, dass ich zu Weihnachten mir ein Weihnachtsgeschenk aussuchen durfte schon. Da war es also nicht, dass ich es irgendwie geschenkt bekommen habe und nicht wusste, was ich bekomme, sondern da war ich schon in dem Alter, wie alt war ich da, 12, 13, wo ich mir meine Spiele aussuchen durfte. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich kann mir nicht mehr ganz erinnern, das ist ja schon gut 10 Jahre her. Ja, locker 10 Jahre, 10, 11 Jahre. Aber ich glaube, dass es damals der Fall war, dass ich mir ein Spiel aussuchen durfte.
und ich mich für Mario Kart DS entschieden habe. Ich glaube, das war in demselben Jahr, ja. Und deswegen hatte ich Pokémon nicht bekommen und zum Geburtstag hatte ich es dann schon irgendwie wieder vergessen gehabt, da wollte ich ein anderes Spiel haben. Ne, bei uns war das ja noch nicht so wie jetzt, dass man mehrere Spiele bekommt. Also, ne, manche Jugend wird hier ja quasi durchgehend mit Spielen versorgt. Bei uns war das noch nicht ganz so. Bei mir gab es zum Geburtstag und zu Weihnachten was. Und dann zwischendurch mal was, vielleicht allerhöchstens mal, aber auch eher selten. Aber das war auch ganz gut, weil man sich dadurch immer an den Spielen... Ich erinnere mich zum Beispiel, das Mario Kart DS ist das Spiel, wo ich am meisten dran gehangen habe. Also am meisten gespielt habe. Weil es halt so eine Zeit war, wo man halt generell, wenn du ein Spiel hattest, dann hattest du dieses Spiel und nicht noch 10.000 andere auf dem PC. Zu der Zeit hatte ich, glaube ich, auch noch gar keinen PC. Doch, ich hatte einen PC. So einen ganz alten. Windows 98 PC, glaube ich, war das sogar noch. Oder war Windows XP schon drauf? Nee. Ich glaube, nee, war 98 drauf. Und kurz danach hatte ich, glaube ich, XP. Und, da hatte man keine Spiele. PC-Spiele hatte ich sowieso nie so wirklich. Ich wusste ja nicht mal, was Steam ist. Ich weiß gar nicht, gab es da Steam überhaupt schon? Weiß ich gar nicht. Oh, da hatte ich keine Spiele drauf. Der war eigentlich immer nur... Internet war auch nicht so wirklich so meins zu der Zeit. Hatte ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Ich glaube, das kam alles erst so 2007 rum. Dass ich wirklich Internet hatte. Also eigenständiges Internet. Davor nur bei Verwandten. Nebenan halt. Ja, und da hatte man halt einfach nur ein Spiel und da konnte man das dann suchten wie nichts anderes. Das vermisse ich teilweise. Ich habe sehr, sehr selten noch das Gefühl, was zu spielen und wirklich komplett mit dieses Spiel ja quasi hingeben zu können. Aufgrund dessen, dass halt so viele Spiele da sind und man hat so viele angefangen. Man hat auch die Möglichkeit, mehrere Spiele zu spielen. Und das lese ich jetzt mal nicht vor, weil man halt einfach auch ne, natürlich ein bisschen mehr Geld hat. Und generell auch viele kostenlose Spiele bekommt und viele Konsolen hat. Und dank der Emulatoren jetzt auch, ne, das hatten wir damals ja auch noch nicht. Oder wusste ich halt noch nichts von. Und ich glaube, es wäre auch nicht auf dem PC gelaufen. Also ich glaube, der hätte jetzt bei Super Nintendo Emulatoren Probleme gehabt. Hat man sich da viel, viel mehr an Spielen gebunden gefühlt. Aber egal, nur so viel zu meinen Wehleiden des heutigen Spiellebens von mir. Was? Ihr? Wie habt ihr es nur bisher geschafft? Respekt, R-E-S-P-E-C-T, na 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 na. Aber passt auf, ich lasse meine Beute nämlich nicht so einfach entwischen. Das ist aber sehr schade, weil ich würde ganz gerne deinen Händen entwischen, Kim. Da, Schmerbe und Knackleon ist auch so ein Ding, was... Ja, die haben alle dieselben Pokémon. Ich meine, die konnten aus über 350 Pokémon aussuchen, ja? Das ist ja bis zur dritten Generation. 350 Pokémon, die haben alle dieselben. Alle dieselben, warum? Das verstehe ich nicht. So, Psystrahl und Blubstrahl. Komisch, komisch. Aber gut, das war ja schon immer so, dass die Bösen meistens dieselben Pokémon hatten. Ich meine, auch schon in der ersten Generation hatte Team Rocket immer nur Ratzfratz. Und, Radikal und solche Pokémon halt eben. Und in Generation 2 hatten dann ganz viele Hunduster und auch Ratzfratz und Radikal. Von daher ist das, denke ich mal, ganz normal. Ach, den hättest du jetzt aber noch besiegen können, Mantax, ne? Also das ist wirklich billig von dir. Vor allem, weil wir ihn jetzt nicht treffen. Oder? Kann ich mit Sternschauer treffen? Ich glaube nicht. Geht das? Nee, schade. War klar. Badabada. Hä, warum? Ach, der hat noch einen Knackleon. Ach so. Gleich zwei. Dann hätte ich natürlich... Mann, hätte ich das gewusst, hätte ich eine andere Attacke gemacht. Aber, jetzt gräbt er sich auch noch ein. Ach, ihr Wichskinder, Mann. Oh, was? Wie viel hatte ich denn nur noch bei Psyan? Hatte ich so wenig Energie? Oder hat das einfach sehr viel abgezogen jetzt? Ich weiß es nicht. Komm, Schneckma kommt rein. So, ich müsste sie besiegen. Ach nee, der ist ja... Was für ein Scheiß. Aber egal, wenigstens können wir den besiegen. Ich denke, mehr Pokémon hat er auch nicht mehr. Heißt es nur noch das eine Knackleon halt. Oh, natürlich hat die dumme Schlampe noch eins. Na 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 na. Was?
Warum zieht das so viel ab? Hä? Das ist jetzt aber schon etwas krass, finde ich, ne? Warum zieht das so viel... Was für ein Level haben die, bitte? Und ich kann meine Pokémon halt nicht trainieren. Das ist ja auch so kacke, dass die halt... Ne, ich meine, die bleiben halt bei dem, was sie da haben. Weil ich halt eben... Weil die keine Erfahrungspunkte bekommen. Obwohl ich mich frage, warum Mantax Level 33 hat. Irgendwie ein komisches Level. Ich muss es bei Level 33 gefangen haben, weil es ja eh keine Erfahrungspunkte bekommt. Aber schon ein sehr seltsames Level. So, Lilip ist, glaube ich, ein Stein-Pokémon noch mit, ne? Ist ein Fossil-Ding. Von daher kann ich mit Blubstrahl, glaube ich, auch ganz gut dagegen ankommen. Ja, komm, Sandsturm ist mir egal. Der Kampf ist sowieso gleich vorbei. Vorbei. Komm, besiege ihn. Blub, 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 blub. Was? Warum? Warum hat das so wenig abgezogen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh, das wird ein langer. Ja, komm. Nächste Runde ist er wahrscheinlich besiegt, gehe ich von aus. Jetzt tobt aber gleich erstmal wieder der Sandsturm. Verwurzler? Was ist das denn? Kann sich das heilen dadurch? Ist das möglich? Dass er sich dadurch heilen kann? Das wäre ziemlich kacke. Aber ja, er heilt sich dadurch. Super. Toll. Geil. Aber egal. Trotzdem müsste er besiegt sein, glaube ich. Ich glaube, es müsste ausreichen. Sofern Kryptoschlag gleich trifft. Kann ja sein, dass er gleich wieder in scheiß Burnout-Modus oder wie das auch immer das heißt. Komm schon, komm schon. Yes, sehr schön. Da, 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 da. Und damit bist du besiegt, Lilip. Und Trainerin Kim. Ja, bist jetzt sprachlos, ne? Dass du so schlecht warst. Ich bin dir jetzt doch entwischt. Meine Beute ist mir entwischt. Oh nein. Oh doch. Tut mir leid. Bist du schlecht gewesen. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, lasse ich euch bestimmt nicht entwischen. Ja, das wollen wir doch mal sehen. So, aber ich würde sagen, hier beenden wir erst einmal den Part und machen die nächsten 5 und hoffentlich dann auch den Rest. Ich hoffe, danach kommt ja der Boss im nächsten Part. Von daher würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye und tschüss.